Sack und zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode des Borussia Mönchengladbach Karrieremodus. Wir sind am Start, heute geht's im Derby gegen den 1. FC Köln und das wird, denke ich mal, eine sehr, sehr spannende Angelegenheit, denn wir sind momentan auf Tabellenplatz 4, wollen theoretisch noch Meister werden, haben ein Spiel weniger, 6 Punkte Rückstand, das heißt effektiv, wenn wir gewinnen heute, 3 Punkte Rückstand, ist also noch alles möglich. Dazu sind wir mittlerweile relativ gut aufgestellt, was unsere Kaderfitness angeht, denn unter anderem ist mal Juff wieder da, der ist fit und ihr fragt euch vielleicht, warum sehen wir hier jetzt schon das Spiel gegen Köln und nicht die anderen Spiele? Das erkläre ich euch gleich. Wenn es euch gefallen sollte, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Videobeschreibungen sind Links zu IG Vault, 6% Rabatt auf eure Coins mit dem Code MaxGamingTV. Und dazu gibt es ebenfalls noch mein Social Media und mein Merchandise. Checkt das Merchandise auf jeden Fall aus. Würde mich drüber freuen. Und ja, ich würde sagen, damit gehen wir in die Saison rein. Und gucken uns mal an, was die letzten Spiele so passiert ist. Wir haben gegen Frankfurt simuliert, da haben wir 2:1 verloren durch Tore von Flum und Meier. Und davor haben wir gegen Bayern gespielt, das heißt, ihr habt nur ein Spiel gegen Frankfurt und gegen Hertha verpasst. Gegen Hertha haben wir 2:0 gewonnen, beide Tore durch Lars Stindl. Beide Tore durch Lars Stindl? Ein Tor durch Lars Stindl, beide Tore, irgendein anderes Tor. Wer hat das andere Tor gemacht? Arnautovic hat das andere Tor gemacht, genau. Warum habt ihr das nicht gesehen? Ich habe es aufgenommen, das Video, und es war gestern Abend, gestern Nacht, ich habe auf Twitter geschrieben, momentan ist meine Motivation absolut im Keller, weil nichts funktioniert, technisch, ihr kennt es ja, und naja, habe das Ganze dann gemacht, wollte es rendern, bearbeiten, und ja, die Facecam-Datei war da, die Audio-Datei war da, die andere Datei war einfach nicht da, war einfach weg, ich weiß nicht, woran es liegt, ich habe sie bis jetzt noch nicht gefunden. Also, sie ist nirgendwo. Ich habe sie aber auch nicht gelöscht. Ich habe sie nicht ein einziges Mal gesehen. Ich habe aber die Aufnahme definitiv gemacht. Das weiß ich. Und also ich habe auch auf Aufnahme gedrückt. Und ich habe auch nicht vorzeitig das Elgato-Fenster geschlossen oder so. Ist ein bisschen sehr seltsam. Kann man jetzt aber nichts machen. Das heißt, wir spielen jetzt direkt gegen Köln. Das Spiel gegen Hertha habt ihr leider Gottes verpasst. Und ich muss jetzt nochmal auf. Das ist extrem nervig auch für mich. Das könnt ihr mir glauben, dass ich jetzt quasi hier nochmal aufnehmen muss. Was ich eigentlich schon gemacht habe, einfach weil ich habe auch ein bisschen Zeitmangel. Aber gut, Schiedsrichter Jascha Zurheide, ein bisschen regnerisches Wetter. Wir sehen hier Anthony Modest. Ich glaube, lustigerweise, dass das auch recht gut passt hier, dieses Video. Denn nächste Woche ist, glaube ich, Gladbach gegen Köln, wenn ich mich recht erinnere. Gestern Abend hat Gladbach 3:0 gegen Hertha verloren. Das wäre ganz gut gewesen eigentlich. Hätte ich das Video heute hochgeladen vom Spiel gegen Hertha. Hätte nämlich auch gepasst. Aber leider Gottes hat sich der liebe Elgato-Gott entschieden, du wirst hier kein Video hochladen. Ich hoffe, ihr könnt damit leben. Ich kann nichts dagegen tun. Ja, aber lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben auf dieses Video da. Es bedeutet mir einfach wirklich sehr viel. Und wer mal meinen Standpunkt nachvollziehen möchte, schaut bei Twitter vorbei. Ja, da seht ihr den in seiner kompletten Ausführung, warum ich momentan nicht so zufrieden bin mit YouTube bzw. allgemein mit dem ganzen Bums hier. Streams werden übrigens auch in Zukunft wieder kommen, sobald ich dafür Zeit habe. Ich habe einfach momentan keine Zeit, ja. Und deswegen hoffe ich, dass ihr mir das verzeiht. Köln ist momentan 12. Das heißt, normalerweise mit unseren 17 Punkten Vorsprung sollten wir hier gewinnen. Und das ist unser Ziel. Rein geht's in die Partie. Jetzt musste ich cutten. Scheiße, das habe ich ganz vergessen. Ja, egal. Die haben vorne drin Modest, das ist natürlich eine gefährliche Geschichte, aber wir haben eine gute Defensive. Und auch wenn Juff heute auf der Bank sitzt, der übrigens gegen Hertha wieder zwei Großchancen hat liegen lassen, der will einfach in der Liga nicht treffen. Ich glaube, das ist so, der braucht einen Brustlöser, das kennen wir ja. Stindl hat das erstmal seit 6 Spielen getroffen gegen Hertha. Auch wenn wir jetzt vorne Maxi Philipp nur drin haben, der ja kein zwingend gelernter Stürmer ist, sondern eher so ein falscher Neuner, beziehungsweise auch teilweise Außenbahnspieler, wird das schon irgendwie funktionieren. Leon Bailey hat wieder ein sehr gutes Spiel gemacht, ist nur nicht drin, weil er nicht fit genug ist. Hier haben wir mal Maxi Philipp. André Hahn spielt wieder auf der rechten Außenbahn. Normalerweise werde ich denen nicht mehr so viel Spielpraxis gewähren, einfach weil er nicht gut spielt, beziehungsweise weil er mir einfach nicht gefällt, auch auf der Außenbahn nicht. Im Sturm hatten wir ja das Thema schon mal, mittlerweile ist es auch auf der Außenbahn so. Und das gibt den ersten Eckball für Köln. 21 Gegentore haben wir übrigens nur, das ist die beste Abwehr der Liga. Liegt natürlich auch an Ron-Robert Zieler, aber natürlich selbstverständlich auch in unserem, oh Gottes Willen, Abgang Jan Sommer. Vestergaard klärt das Gerät und der Ball kommt sogar zu Marco Arnautovic in den Lauf von Lars Stindl. Das sieht gut aus. Unser Capitano geht in die Mitte, das sieht weiterhin gut aus. Und jetzt der Ball auf Maxi Philipp, Maxi Philipp, Maxi Philipp, die Latte rettet für Köln. Ja, das wäre schön gewesen. Das wäre ein sehr guter Auftakt gewesen in dieser Partie nach 10 Minuten per Konter erfolgreich zu sein. Aber leider Gottes wird das Ganze verhindert vom Aluminium, beziehungsweise davon, dass Philipp ein bisschen zu hoch zielt. Stindl, Thielemanns, Philipp, Stindl und dann ist Höger dazwischen. Und Marcel Risse, auf den wir natürlich aufpassen müssen mit seiner Schnelligkeit und seiner gefährlichen Art und Weise zu flanken. Und wo wir gerade bei seiner Schnelligkeit sind, hier ist er gerade mal gegen Christensen. Die Flanke kommt, das Ganze wird aber geklärt. Und da haben wir Lars Stindl. Schön. Und Marco Arnautovic. Zieh an, Junge. Sieht gut aus. Gegen Pavel Olkowski, der ja auch nicht gerade langsam ist. Ziehen wir den 16er. Wir legen den Ball zurück in den Rückraum. Da steht Mo Dahoud. Ich dachte, das wäre Thielemanns. Dahoud mit dem schönen Versuch.
Wir sind an Drücker. Timo Horn mit der Parade, aber das sieht bisher recht gut aus in der Partie. Ecke wird kommen und kommt auf André Hahn, der daraus nichts machen kann. Arnautovic. Machen wir es direkt mit Arnautovic? Oh ne, wir machen es nicht direkt mit Arnautovic. Ich wollte einen Finesse jetzt machen. So schön in die Mitte ziehen und dann Konstantin Rausch gegen Bayern 2011-Style. Aber hat hier nicht funktioniert. Naja. So, weil wieder Walter Ball auf Risse. Christensen, das war schlecht gemacht von mir. Schlecht antizipiert, wo Risse lang gehen würde. Der ist schneller bei der Mitte, ist Gott sei Dank keiner. Das heißt, wenn er jetzt flankt, kommt da nichts, aber er holt eine Ecke raus. War vielleicht ein bisschen unnötige Situation, aber wir haben normalerweise den Größenvorteil, gerade über Westergaard. Oh, der dabei nicht in den Zweikampf kommt. Und Zieler fliegt und Zieler ist da. Ball direkt nach vorne gegeben auf Stindl, der zurück auf André Hahn und der raus auf Marco Arnautovic. Schöne Annahme, dann leider Gottes aber verloren gegen Sørensen, der gegen seinen Landsmann hier quasi das Innenverteidiger-Duell am Rhein führt. Gegen Christensen, ist ja auch ein Däne. So, Marcel Risse wieder über außen. Der macht bisher genau das, was ich geahnt habe, nämlich Furore da auf seiner Außenbahn. Ganz schlecht von Hahn, aber Gott sei Dank können wir das Ganze entschärfen. Westergaard, ja, jetzt machen wir ein bisschen Stellungsspiel. Oh Gott, ganz, ganz schwacher Pass von Westergaard. Ball in die Mitte gegeben, da ist Simon Zoller, wird abgewehrt und es gibt einen Freistoß. Auf der ja, rechten Außenbahn, halbrechte Position. Und Risse kann auch gefährliche Freistöße schießen, das haben wir ja erst zuletzt gesehen gegen, ich glaube, Hoffenheim war es. Der 40-Meter-Kracher oder 35-Meter-Kracher. Flatterball, der da Baumann zum Verhängnis wurde. Und hier wird uns Matze Lehmann fast zum Verhängnis. Oh, der war noch abgefälscht. Normalerweise nicht der Goalgetter, aber sollte man auch nicht unterschätzen. Wir sind gerade ein bisschen unter Druck hier hinten drin, kommen nicht wirklich raus. Wollen uns aber auch viel zu spielerisch befreien. Das ist mal wieder mein großes Problem hier. So, bloß in den Ball verlieren. Gut, das ist vielleicht ungefährlicher, wenn man das dann in der gegnerischen Hälfte macht, weil man den Ball nach vorne schlägt, als wenn man es in der eigenen Hälfte macht, weil man den Ball vertändelt. Langer Ball auf Moda Hut, der auf der rechten Außenbahn jetzt gerade mal da ist. Setzt sich durch gegen Matze Lehmann. Flanke in die Mitte. Zweiter Pfosten ist Philipp, aber die Flanke direkt in die Arme von Timo Horn. Gut, der Hut ist jetzt halt auch kein Flankenläufer bzw. kein Flügelspieler. Arnautovic auf Philipp. Maxi Philipp mit links und wieder Timo Horn. Also die sickeren Chancen haben definitiv wir, auch wenn Köln gerade mal Druck gemacht hat. Die Ecke wird erstmal langkommen von Arnautovic auf den Kopf von Yannick Westergaard. Das sah nicht gut aus und das gibt wahrscheinlich Einwurf für Köln sogar, ja. Was für eine Ecke. Naja, immerhin waren wir dran. Oh, schöne Balleroberung. Hat Bailey übrigens auch, ich glaube es war Bailey. War es Bailey? War das gegen Hertha oder war das eine andere Episode? Ich bin mir gerade nicht sicher. Auf jeden Fall hat Bailey letztens so ein Tor quasi vorbereitet. Ne, es war das Tor von Stindl gegen Hertha, genau. Ist da schön reingespritzt. Apropos gespritzt, Arnautovic. Ball will noch nicht zappeln. Ah, wir kommen langsam näher. Oh, Arnautovic hat jetzt schon keine Fitness mehr. Christensen auch nicht. Okay, das waren auch die beiden, die so ein bisschen... Okay, Stindl auch nicht. Ja, okay, das sind eigentlich auch die drei, wenn ich jetzt mal so darüber nachdenke, die halt ein bisschen angeschlagen näher in die Partie gegangen sind. So, Westergaard gegen Höger. Das sieht nicht gut aus. Und jetzt haben wir natürlich hinten einen Mann weniger aufgrund dieser Tatsache. Janschke spielt heute Rechtsverteidiger. Das sah nicht souverän aus, aber Jeremy Toljan ist im Notfall da. Spielt den nach vorne und da haben wir wieder Arnautovic. Im Zusammenspiel mit unserem Capitano, mit Lars Stindl. Dem Erdmännchen. Oh, das war... Ich habe eigentlich in eine andere Richtung gedrückt, also nach hinten, aber da ist er wahrscheinlich einfach so nicht mehr rangekommen. Vielleicht jetzt nochmal schön unter Druck setzen. Nee. Kölner Hintermannschaft steht in Ballbesitz recht gut. Wenn wir den Ball haben, ist da was möglich. Zur Halbzeit 0:0. Das muss aber nicht zwingend was heißen, denn hier kann auch einiges passieren auf jeden Fall. Bin ich mir relativ sicher. Wir werden mal wechseln. Wir sehen es da schon. Arnautovic ist nicht mehr so fit. Dafür bringen wir mal Bailey rein. Und schauen mal, ob unser jamaikanischer Youngster aus dem, aus dem Slum. Ist das ein Slum gewesen? Oder kann man das Slum nennen? Aus der Armut in Kingston auf jeden Fall. Jamaika über Champions League Teilnehmer Genk. Team verfolge ich übrigens auch ein bisschen. Wegen Bailey. In Realität. Nach Gladbach hier in diesem Karrieremodus gekommen ist. Und vielleicht ja auch irgendwann in Realität. Ja, schöner Einsatz an sich von Hahn, aber Horn ist dann ohne Probleme da. Oh, das war gut gemacht von Marcel Risse. Wieder mal. Wenn der nicht so alt schon wäre, ne, dann wäre das ein absolut vielversprechender Spieler für die Zukunft, weil der sich in den letzten Jahren gut entwickelt und einfach sehr viel Können hat, aber halt auch nicht so viel, dass es für beispielsweise ein Dortmund oder ein Schalke oder ein Bayern oder ein Gladbach, okay, Gladbach sowieso nicht als Rivale, reichen würde. Leverkusen ist dann auch raus aus der Verlosung.
André Hahn. Ich glaube auch, dass Risse niemals, auch wenn er sich vielleicht verdient hat teilweise, Nationalmannschaft spielen wird. Einfach aufgrund der großen Konkurrenzsituation. Wir haben halt auf den Außen Luxusproblem so gesehen. Wenn du da schon Müller hinstellen musst, kannst Müller ja aber halt auch nicht rauslassen, wenn du Gomez Stürmer spielen lässt. Auf der anderen Seite hast du Reus, dann hast du noch einen Bellarabi, hast einen Volland. Das ist schon schwierig. Und jetzt der Ball raus auf Leon Bailey. Der hat in Jamaika nicht ganz so ein großes Problem. Ist da vielleicht mit der beste Fußballer des Landes, Leon Bailey. Und da kommt Maxi Philipp und macht das 1:0. 57. Da hat sich die Einwechslung dort direkt mal gelohnt. Die Vorlage von Leon Bailey und der Abschluss im Endeffekt von Maxi Philipp, nachdem Horn das Ding noch gut parieren konnte, aber halt direkt im Fuß. Und da ist keiner bei unserem ehemaligen Freiburger und der macht sein Tor, spielt heute Stürmer. Und erfüllt seine Aufgabe. Sehr, sehr schön. Jetzt können wir auf Konter gehen und wir machen nicht offensiv. Letztes Spiel gegen Hertha, die haben gar nichts nach vorne gemacht. Habe ich auf Offensiv und Konter gestellt. Das ist so meine Lieblingstaktik letztes Jahr gewesen im Karrieremodus. Und auch dieses Jahr ist sie noch relativ effektiv. Aber gerade weil Legende teilweise mehr Tore schießt dieses Jahr, auch wenn ich wieder die beste Abwehr der Liga hier habe, muss man da ein bisschen aufpassen. Aber an sich ist das super, weil dein Team steht relativ hoch. Ja, du hast allgemein viele Spieler vorne. Das ist halt, wenn du im Karrieremodus vernünftig und gut spielst und erfolgreich spielst und viel auf Tore spielst und so, dann ist das vernünftig, wenn du nicht so taktisch geprägten Fußball spielst. Und wenn du dann den Ball eroberst, dann sprinten halt alle gleich drauf los nach vorne, weil du Konter eingestellt hast. Das ist quasi hoher Druck und Konter gleichzeitig, weil du halt offensiv stehst. Und hoher Druck und Konter gleichzeitig ist eine unglaublich geniale Geschichte, weil das quasi Konter nach Pressing ist. Und was Besseres gibt es eigentlich nicht, weil sehr effektiv und recht einfach. Oh Gott, das war ganz, ganz schwach von mir. Philipp auf Stindl. Jetzt raus auf Hahn. Nee. Doppelt was mit Hahn. Schön gemacht. Muss Hahn da vorbei an Hector. Das ist ein Foul. Das gibt einen Freistoß. 67. Minute. Und es gibt die gelbe Karte für Hector. In Ordnung. Muss man natürlich nicht geben, Herr Zurheide. Aber von mir aus. André Hahn. Ist nicht so der Freistoß-Spezialist. Haben wir aber allgemein jetzt gerade nicht. Oh, Bittencourt geht raus. Ja, mein Liebling von Köln. Nicht. Tiedemann kann Freistöße. Und hinten steht Westergaard wieder. Da wollen wir hinschlagen. Mal sehen, ob er ankommt. Nicht auf Westergaard, aber zu niemandem. Und da steht Leon Bailey. Ein bisschen schwer zu kontrollieren, aber ich wollte noch auf links legen, weil er ja Linksfuß ist. Und da war ein bisschen mein Fehler. Tiedemanns. Janschke. Dahut. Wieder Tiedemanns. Ja, jetzt Anspielstation, Freunde. Philipp, ein bisschen hier Tiki-Taka um 16er spielen, auch wenn es nicht wirklich Tiki-Taka ist, weil wir nicht direkt spielen. Hat ganz gut funktioniert, bis der Pass rauskommen sollte. Aber wir kriegen immer eine Ecke dabei rum. Wieder ganz nach hinten von Bailey. Und André Hahn. Ja, war nicht schlecht, aber auch nicht gut. Wir wechseln nochmal aus. Und zwar wechseln wir Stindl und Tiedemanns aus. Für Tiedemanns kommt Amiri und für Stindl kommt Raphael. So, Amiri ein bisschen defensiv, aber das wird er schon hinkriegen. Ich meine, gut, wir führen. Ne? Normalerweise hätte ich Kramer einwechseln sollen, aber Amiri braucht auch seine Spielpraxis. Und bisher macht Köln ja nicht sonderlich viel Gefährliches. Und wenn wir das 2-0 machen über Raphael hier, dann ist sowieso erstmal Schicht. Maxi Philipp. Ach nee, der kann kein Berberspin. Ist aber egal, er geht trotzdem in die Mitte. Und Horn mit einer genialen Parade. Stark. Stark, 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 keine Frage. Wir spielen den Ball kurz auf Leon Bailey. Linker starker Fuß, Flanke, zweiter Pfosten. Da segelt einer rein, aber kommt nicht ran. War Janschke in dem Fall. War auch ein bisschen früh geflankt. Normalerweise muss man noch warten, bis die Spieler wieder zurückgetaumelt sind. Die rennen ja immer zum Tor hin, was ich total blöd finde. Das sollte man einstellen können. Kann man bestimmt auch irgendwie, aber ich nicht. Maxi Philipp, Finessi, Philipp, Horn. Aber wir sind absolut überlegen. Also von Köln geht keine Gefahr aus. Das sollte ich gerade in der Schlussphase immer nicht so sagen, weil ihr wisst, da tue ich mich ab und zu immer noch mal ein bisschen schwer, egal in welchem Karrieremodus. Aber momentan sieht es so gut aus, dass ich da keine sonderlichen Sorgen habe. Hahn und Technik, ja, ist so eine Geschichte. Langer Ball nach vorne. Westergaard muss da sein, jawohl. So, und da ist Raphael auf Leon Bailey. Und Bailey geht nochmal nach raus. Gegen Olkowski, das ist kein Problem. Raphael ist in der Mitte. Ball kommt auf André Hahn. Risiko. Ja, wäre ein schönes Tor gewesen. Gehen wir nochmal ab. Amiri, Dahut, Bailey. Ja, von da jetzt flanken natürlich blöd, weil wir keinen Kopfballstarken Spieler in der Mitte haben. Auch wenn Philipp groß ist.
Raphael versucht mit der Hacke und Amiri versucht aus der Distanz. Schönes Ding. Und Timo Horn ist ja der beste Kölner, definitiv auf dem Platz. Ecke von Amiri. Genau dahin. Nee, genau da kommt sie nicht hin. Ein bisschen zu viel Effekt. Jetzt aufpassen, dass ausgerechnet Artyoms Rudi Rudnevs uns nicht auskontert. Gegen Christensen hier, der zieht das Foul, aber was soll's. Im Endeffekt gibt das wohl Gelb jetzt hier. Nee, nur eine Ermahnung. Und wir haben den Angriff unterbunden vom Letten. So. Freistoß von Risse. Jetzt können wir wieder auf Konter stellen. Ich weiß gar nicht, ob wir auf Konter überhaupt schon stehen. Aber wenn nicht, dann ist jetzt der perfekte Zeitpunkt dafür eigentlich. Das gibt eine Ecke. Was? Wie geht das denn? Aber jetzt ist Horn mit vorne. Das heißt, wir gehen direkt hier mal mit der Hut schon mal auf Tauchstation, auf Konter. Oh Gott. War das eine Variante? Ich weiß es nicht. Wenn ja, dann war sie nicht sonderlich gut, denn jetzt bekommt Moda Hut den Ball. Raphael und Bailey alleine gegen Horn. Bailey alleine gegen Horn. Bailey nicht alleine. Bailey, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist wieder dieser Abschluss. Ich verstehe den teilweise bei den Spielern nicht. Also ich, ganz ehrlich, ich habe ja nicht zur Eckfahne gedrückt, ne? Also irgendwie, das ist teilweise ein bisschen sehr seltsam, wie schlecht der Abschluss ist. Ist aber egal, wir gewinnen 1-0 und das reicht uns ja auch. Wieder zu 0, Ron-Robert Zieler und das Tor von Maxi Philipp reicht uns. Damit sind wir auf 3 Punkte ran an den Meisterschaftsplätzen und das ist natürlich eine absolute Herrlichkeit. Dazu ein Derby-Sieg. Das ist doch eine richtig schöne Episode, liebe Gladbacher, lasst mal ein Like da. 13-3 Schüsse, ganz souveräne Vorstellung, überhaupt kein Problem für unsere Fohlen-Elf. Und damit würde ich sagen, haben wir eine relativ schöne Episode zusammen, die relativ kurz ist heute mal, wenn ich gucke, knapp 17 Minuten. Allerdings können wir nicht mehr viel machen, weil die nächste Partie ist dann bereits gegen Dortmund, meine ich. Und ganz ehrlich, wir können nicht gegen Dortmund jetzt auch noch in dieser Episode simulieren, weil nee, wirklich nicht. Was haben wir hier sonst noch? Oh, ein Vogel mit einem B, Bailey mit einem A, ansonsten D und C, ja, aber immerhin kein F. Bei Schulze läuft es auch seitwärts. Aber passt schon. So, ne, gegen Hoffenheim, ja, das können wir simulieren. Das ist okay. Gegen Hoffenheim können wir simulieren, das ist kein Problem. Loben wir unsere Gladbacher. Auch wenn Hoffenheim ja momentan in der Realität sehr gut dasteht und auch deutlich vor Gladbach, die ja gestern, wie gesagt, wieder eine 3-0-Klatsche bekommen haben. Spielen wir vorne mit Juff drin. Ansonsten, ja, Hahn nehme ich raus. Bailey kommt dafür rein. Janschke geht raus. Dafür kommt Johnson rein. Westergaard, Christensen, das passt alles. Und dann haben wir unsere Elf zusammen und spielen gegen Hoffenheim und zwar zu Hause. Das ist sehr gut für die Simulation, weil es hat doch wieder einen Effekt auf die ganze Geschichte. Das Auswärts und zu Hause ist ja auch in Realität in gewisser Weise so, aber so extrem dann auch wieder nicht. Das ist ja lächerlich. Oh, wir sind zu Gast. Nein. Wir waren gerade auch zu Gast. Aber gut, 2 Auswärtsspiele in Folge. Zuletzt verloren gegen Bayern, gewonnen gegen Hertha. Relativ realistisch. Und unentschieden gegen den HSV. Vorne mit Zuba, Kramaric und Rupp. Und Arnautović trifft mal wieder, macht das 1-0, 10. Spielminute. Sehr schöner Auftakt, vielleicht trifft Juff ja in der Simulation, da muss ich mir diese, ja, da muss ich diese Bürde nicht erledigen. Dann haben wir den Brustlöser quasi geschenkt bekommen. Nee, wird er nicht, weil Hahn kommt rein und Hübner macht den Ausgleich. Guck, kaum ist Hahn drin, aber Bailey macht das Tor, sehr schön. Das 2-1, was er gerade nicht vermocht hat zu machen, das Tor. Elvedi kommt für Christen, das ist auch gut. Der schon gelb verwarnt war. 89. 90. Und wir gewinnen. Schalke spielt unentschieden. Okay, Dortmund sehr souverän. Bayern weiß ich jetzt nicht, aber Schalke war, glaube ich, noch vor uns, wenn ich mich recht erinnere. Und an denen sollten wir jetzt vorbeigezogen sein. Oh ne, die waren hinter uns. Na gut, aber an Leverkusen sind wir vorbeigezogen. Bayern weiterhin erst, aber noch sind es 5 Spieltage. Und wir spielen vor allem noch, Freunde, wenn wir mal auf den Kalender gucken, wir spielen noch gegen Dortmund. Das heißt, wenn Bayern einmal verliert und wenn wir gegen Dortmund gewinnen, dann können wir tatsächlich noch Meister werden. Vorausgesetzt, wir gewinnen alles. Aber wer weiß, wie realistisch das ist, schreibt mal in die Kommentare. Und dann war es das von dieser Episode. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Was brauchen wir noch? Hier Spielergelder, leck mich. Und Jugendspieler, ja, Schulze. Ich muss Schulze mehr spielen lassen. Merken wir uns das. Alvaro Dominguez beschwert sich über seine Rolle im Verein, aber das soll mir relativ sein. Wen setzen wir dafür raus, damit ich mir das merke für die nächste Episode, dass wir Schulze spielen lassen? Hahn. Mag ich nicht. So, Schulze. Alles klar. Gut, das war's, wie gesagt, von dieser Episode. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch bis dahin noch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf, macht's gut. Haut rein und ciao.